Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Bevor wir mit unserer Tour anfangen, kurz vorab, ja, was gibt es Neues vom ETS? Bremen wird überarbeitet. Und wir gucken uns die Bilder gleich auch noch in groß an. Zunächst aber mal die Texte. Und zwar, die Arbeiten am German Rework Project für den Euro Truck Simulator 2 gehen weiter, während wir zuvor die Rheinregion, ja, das war das Rhein-Main-Gebiet oder Rhein-Ruhr-Gebiet, so worum war es, für das Update 1.50 überarbeitet haben, hatten, wenden wir uns nun anderen Gebieten zu. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Fortschritte zeigen, die wir in der Stadt Bremen und ihrer Umgebung gemacht haben. Bremen ist eine historische Stadt im Norden Deutschlands, nahe der Nordsee an der Weser gelegen. Die Stadt ist bekannt für ihre malerische mittelalterliche Architektur, darunter das UNESCO-Welterbe, den Bremer Rathaus und die Roland-Statue, genau. Ja, und nicht vergessen die Bremer Stadtmusikanten, ne? Die dürfen wir nicht vergessen. Bilder gucken wir uns gleich an. Im Euro Truck Simulator 2 wurde die gesamte Stadt von Grund auf neu aufgebaut. Im Rahmen dieser Umgestaltung haben wir die Karte den Hafen von Bremer die Karte den Hafen von Bremerhaven der Karte den Hafen von Bremerhaven zugefügt. Meine Güte. Der etwa 60 Kilometer nördlich von Bremen liegt und der bedeutendste Autoumschlageplatz Europas ist. Über diesen Hafen werden jedes Jahr mehr als 2 Millionen Autos importiert oder exportiert. Frage an der Stelle: Was wäre denn mal mit Cuxhaven und Duhn und so weiter? Döse, diese Ecke, das wäre doch auch mal ganz nett, oder? Hamburg an der Elbe haben wir. Cuxhaven fehlt uns tatsächlich. Müsste eigentlich mit dabei, tatsächlich, ne? Lkw-Fahrer, die Fracht von und nach Bremen liefern, werden auf eine völlig neue Kreuzung stoßen, die in die Stadt führt und so umgestaltet wurde, dass sie ihrem realen Gegenstück besser entspricht. Während Sie diese befahren, können Sie auch einen Blick auf die lebendige historische Innenstadt werfen und durch einige wunderschöne Teile Bremens fahren. Ja, mit dem Lkw durch die Fußgängerzone, da ist doch nicht schlecht. Wir haben natürlich nicht nur den Hafen, sondern wir haben natürlich auch den Flugplatz in Bremen, ne? Ein weiterer Aspekt, auf den wir uns konzentrieren wollen, war die Wirtschaft in und um die Stadt. Wir haben versucht, eine realistischere Wirtschaft zu simulieren, indem wir diesem Gebiet ansässige Industrie wie eine Autofabrik, eine Getränkefabrik und den Flusshafen an der Weser einbezogen haben. Ja, dann kommt das Weserstadion hoffentlich auch damit zu. Das gehört ja dazu, ne? Wir freuen uns schon darauf, diesen neu gestalteten Teil Deutschlands zu erkunden, sobald er veröffentlicht wird. Und hoffen, Sie sind es auch. Aber denken Sie daran, dass alles, was Sie hier sehen, noch in Arbeit ist und sich ändern kann. Vergessen Sie bis dahin nicht, für weitere Updates und auf dem Laufenden zu bleiben, indem Sie uns auf Twitter, Facebook, bla 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 folgen. So, dann gucken wir uns mal einmal die Fotos in groß an. Das ist ja erstmal kein Problem. So, mal gucken, ob wir was wiedererkennen. Jo, Bremen, das Schiff sagt mir was. Ich weiß aber nicht den Namen. Es ist nicht die Passat. Aber das kenne ich. So, da ist der Funkturm, der Fernsehturm. Über diese Brücke bin ich mit Sicherheit auch schon drüber gefahren. In Real, ich habe ja in der Ecke gewohnt. Okay. Das ist dann die Weser. Feuerwehr natürlich unterwegs. Hey, diese Häuser auch tatsächlich. Wartet, so. Okay, Bremen bei Nacht. Wenn das die Getränkefirma ist, dann dürfte das. Boah, kommt das hin an der Weser? Ja, aber das ist nicht Becks. In Bremen gibt es ja die Becks Brauerei. Und vor allen Dingen nicht zu vergessen, die Teststrecke von Mercedes oder eine Teststrecke von Mercedes-Benz mit natürlich der Brücke, die sie der Stadt geschenkt haben. Okay. Zollamt, jawohl. Aber das ist Bremerhaven. Von dort aus, nee, von Wilhelmshaven sind wir mal nach Helgoland gefahren.
Ach, das wird wieder Spaß machen, Leute. Ich sag euch das. Und wie detailliert das mittlerweile ist, das ist fantastisch. Ich bin gespannt. Ich bin ja früher oft in Bremen gewesen. Ich habe dort auch mal gearbeitet, was man davon wiedererkennt. Bremen Hauptbahnhof und solche Geschichten. Das müsste der Bahnhof sein. Von hinten, ne? Die Gleise sind dahinter, ja, ich glaube. Okay. Die Bilder wiederholen sich so ein bisschen. Warte mal, haben wir hier noch mehr? Ne, da waren wir drauf. Das haben wir alles gesehen. Ja, ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was uns da erwartet, wenn die Bremen ummodeln. Und ja, hier das Getränkefabrik. Das heißt, das dürfte dann in der Realität Beck's sein. Und da kann man schöne Brauereibesichtigung machen, hinterher mit Verkostung. Ja, da kann man schon mal ein bisschen Knüller aus dieser Verkostung rausgehen. In diesem Sinne, liebe Leute, nach einem kurzen Klick geht's dann mit unserer Tour weiter. Und ja, bleibt einfach noch eine Sekunde dran. So, nach einem kurzen Cut sind wir wieder da und setzen natürlich unsere Tour fort. So, Gang ist nicht drin. Muss mal für mich lauter machen, dass ich hier überhaupt irgendwas höre. Auch eine ziemlich blöde Parkbucht hier, oder? So, wir haben noch 2916 Kilometer vor uns. Stopp, ihr könnt mich mal. Ich gucke, ob da was kommt und wenn nicht, dann bin ich weg. So nämlich. Ja, ich denke mal, Bremen, das wird mit der 61 kommen. Und die wiederum erwarte ich nach dem Event, was aktuell ja noch läuft. Ich glaube, das geht irgendwie bis, boah, jetzt muss ich lügen, Anfang Juli, Mitte Juli. Und dann werden wir uns natürlich wieder die Beta-Version anschauen. Mal gucken, wann man die dann entsprechend freigibt. Ah, ich freue mich drauf. Bremen, da wirklich mal zu gucken. Weserstadion, Osterwiese, hätte ich bald gesagt, beziehungsweise Bremer Freimarkt, Weserstadion, Stadthalle. Was will der denn? Wo ich gerade hier wieder so unterwegs bin, fällt mir ein, ich wollte was umstellen. Das habe ich natürlich wieder prompt vergessen, ne? Oder habe ich das umgestellt? Und zwar diese ganzen, ja doch, habe ich umgestellt, diese ganzen Auswirkungen auf das Lenkrad hier, diese Bodenwellen und so weiter, aber es ist ja eine Katastrophe immer noch. Ja, dann das Thema, dass ich meinen Joystick, ja, ich sag mal so, nicht abschaltet. Er wird nicht abgeschaltet, aber es gibt auf diesem Joystick eine LED, die den
Status anzeigt, also entweder orange oder weiß, je nachdem Arbeitsmodus und Fahrmodus. Und diese LED geht aus und dann nach einer Zeit wieder an und nach einer Zeit wieder aus und so weiter und so fort. Ist aber erst seitdem ich das B550 Mainboard am Start habe. Und ja, mal ein bisschen gegoogelt für die, die es interessiert, die Computer interessiert sind und so weiter. Dieses USB-Port abschalten, das ist wohl bei den B550 Mainboards bekannt. AMD sucht wohl nach einer Lösung. Wenn du ein bisschen schneller fahren würdest, dann müsste ich den Coca-Cola-Laster hinter mir nicht ausbremsen, du Nasenbär. Ziehen jetzt trotzdem drüber. Da haben wir einen Telepass. Mal gucken, da werden wir ein bisschen langsamer durchfahren müssen. Der Motorradfahrer hält sich dezent zurück, das finde ich gut. Ich bin sehr gespannt. Gut, wir haben das halbe Bett jetzt voll. Es hört sich so falsch an. Ist da rechts denn alles okay? Wann wir schlafen müssen und wann wir dann wieder einsteigen. Ich meine, früh morgens wieder einsteigen wäre ja okay. Wir haben jetzt 12:33 Uhr, also sagen wir 13 Uhr in Game plus 9 Stunden. Ja, wären wir wieder bei einer Nachttour, aber wir haben ja noch das halbe Bett. Also ich gehe mal fast davon aus, 13, 14, 15. Dass wir so gegen 18, 19 Uhr wohl die Pause einlegen müssen. Und dann in den frühen Morgenstunden weiterfahren können. Ja, Mensch, wir haben heute, was haben wir denn überhaupt? Wir haben Mittwoch. Ich komme mit den Tagen mittlerweile durcheinander. Habe ich ihn gemacht? Ich war bei meiner Süßen, da haben wir dann mal ihren alten Fernseher im Schlafzimmer an die Wand angebaut. Hat sehr gut geklappt. Und ich war auch von den Dübeln sehr überrascht, die wir da besorgt haben. Und zwar haben wir uns organisiert die Hartmut-Dübel. Ja, die heißen wirklich so. Und das ging echt gut. 13er Loch in die Wand, Dübel rein. Der hat hinten, man hat gemerkt, da ist irgendwie. Eine Dämmung hinter, aber der hat umgeklappt. Vorne das Gegenstück rein, abgebrochen. Also wunderbar. Das hat wirklich super, super geklappt. Und jetzt hängt das Ding an der Wand. Dann haben wir eine Euro-Stecker-Verlängerung. Nee, ist klar, Fernseher-Euro-Stecker. Der Fire TV-Stick auch nur ein Euro-Netzkabel. Wozu also eine Schuko-Steckdose? Und da gibt es diese Europa-Verlängerung mit zwei Enden. Schön hinten hintergepackt. Kabel durch den Kabelbaum. Das sieht so clean aus jetzt. Genial. Ja, mal gucken. Vielleicht übernachte ich da ja mal. Und dann gucken wir gemeinsam Fernsehen oder so. Junge, was sind hier viele Mautstationen? Und die kassieren auch nur ab hier, wa?
Ich muss mal sehen, ob ich die Motorbremse mal wieder einschalte und vor allen Dingen, ob die funktioniert. Ich glaube, das mache ich nach dieser Folge mal. Genau. So, bis jetzt kommen wir gut durch, ne? Da gibt es nichts zu meckern, ne? Und auf diesem Parkplatz hier gibt es natürlich Schlafplätze ohne Ende. Das ist mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Schon wieder eine Mautstation. Junge, 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 Junge. Alle 3 Meter wird hier abkassiert. Wenn ich jetzt an dem dranbleibe, dann lassen die das Tor offen. Dann kann ich entsprechend schneller durch. Fahr, Junge. Es ist so ein Wichser. Immer schön ausbremsen. Du wartest jetzt mit deinem Sportwagen. Dürfen wir 90, wa? Wir fahren 90 aktuell. Komm, lass mal. Hey, der bremst uns wieder aus hier. Hier geht's gleich bergab, da können wir ihn dann überholen, wenn nicht wieder eine Mautstation kommt. Genau, und jetzt gewinnen wir an Geschwindigkeit, weil ich natürlich nicht bremse, nur weil ich bergab schneller werde. Junge, was ein Elefantenrennen. Oh, die sind klein. Was sind das überhaupt? Das ist kein Trabi. Was ist das für eine Gurke? Genau, und jetzt haben wir uns verfahren. Super, Ingo. Müssen wir mal gucken. So, ich kann aber hier rum. Theoretisch. Komme hier auf eine Autobahn, wo ich nicht hingehöre und wo ich auch nicht wieder runterkomme. Das ist schon Niemandsland hier. Okay. Super. Also wir brauchen hier gleich irgendwo eine Möglichkeit zu wenden. Ja, Mist. Mist, gell? Das haben wir aber schick gemacht. Schön feucht. So. F9, F5. Jetzt sind wir hier drüben.
Mal gucken, ob wir von hier aus wieder auf die Autobahn kommen. Ach, guck mal, unser Freund. Da ist er ja. Aber wir haben ihn trotzdem überholt. Sehr schön. Okay. Ich dachte gerade, hier wäre die Welt zu Ende. Fahre ich geradeaus weiter? Ich glaube ja. Ja, komm. Ich glaube, so haben wir eine reale Chance, wieder dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Ja, super. Kann passieren, ne? Okay, wie dem auch sei, nächster Parkplatz. Wir müssen so langsam wieder auf Parkplatzsuche gehen. Nächster Parkplatz ist dann unser. Und ich denke, dass wir da eventuell auch schon eine Runde vielleicht schlafen werden. Wir müssen mal gucken. Weil alles andere ist so ein bisschen unsinnig, oder? Gut. Aber okay, wir sind wieder im auf der Karte, wo das Navi Bescheid weiß. Wir müssen geradeaus weiter. Da vorne ist auf der Seite ein Parkplatz, auf der auch. Wunderbar, das geht ja heute dann richtig schnell. Aber gut, wir haben uns am Anfang dann Bremen angeguckt, dann passt das von der Gesamtlänge her wieder alles in Ordnung. Aber ich werde an der Raststätte noch nicht schlafen gehen. In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über neue Abonnenten, über nette Kommentare. Entschuldigung, lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns morgen früh in alter Frische wieder. Und bis dann erstmal ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin, tschüss. Dann erstmal ciao, ciao, macht's gut.